Hallo und schönen guten Abend und herzlich willkommen zum nächsten Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit Julia Schnetzer und Hallo. Mit Inga Marie Ramke. Und hi. Guten Bild. Und Ton. Und es ruckelt nicht. Dabei hatten wir herausgefunden in der Zwischenzeit, woran es wirklich lag. Die Videoqualität, ja. Horsti schreibt schon die Videoqualität. Ist es, ich kann auch schon, ich bin auch wieder Emoji-Legastheniker. Ist es ein Lächeln? Es ist ein offener Mund. Ein Wow. Es ist ein Wow. Geflasht von der krassen Videoqualität. Echt krasse Videoqualität, ja. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Diesmal wieder mit zwei Männern, abgesehen vom, also der Dugong und André. Und ja. Das ist anders als die letzten beiden Male. Oh, Prost, André. Prosterchen. In ein Vorort von Berlin. Ja, genau. Nach Brandenburg. Direkt hinter die Berliner Grenze. Genial. Ja, Lob preist und huldigt den Pingu. Ich weiß gar nicht, ob er da ist. Der Pingu. Nee, noch nicht. Der Pingu in Abwesenheit, aber wahrscheinlich werden wir ihn noch huldigen können. Der Pingu hat uns hier die wundervollen Overlays gebaut, die ihr jetzt gerade seht und wovon ihr dann gleich noch mehr sehen werdet, wenn wir ins Spiel geht. Der Pingu hat echt in die Tasten gehauen und hat uns schöne Sachen gemacht. Also das ist ganz, ganz, ganz zauberhaft. Ich schalte einmal ganz kurz um auf die Spielansicht. So sieht das dann aus, wenn wir das gleich tun. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und danke. Er hat gesagt, er will sich darum kümmern und er hat abgeliefert. Und ich finde es großartig. Ja, voll. Also vielen, vielen Dank. Gorilla Schieb sagt ihm Bescheid. Ja, das ist richtig cool. Jetzt schauen wir sogar ein bisschen professionell aus. Ja, gut. Gut, den wir Weile haben. Heute ohne Kitsune-Maske. Versteht das jemand? Ja, ich glaube, bin ich damit gemeint, kann das sein. Was bei mir sonst in meinem Hintergrund hängt, sieht man die? Ah, das, was die Mickey-Maus-Ohren macht? Nee, das ist diese, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie so heißt, ich habe sie auch geschenkt bekommen, das ist japanischer Fuchsgeistmaske. Basti, ist das das, was du meinst? Ich wusste gar nicht, dass die so heißt. Oh, Hilfe. Ja, weil ich sitze nicht zu Hause. Ja, genau, das ist der japanische Fuchsgeist und der hängt da hinten. Ah, ich wusste gar nicht, dass die immer so im Bild hängen. Oh, hier wird sofort interpretiert, wo du bist. Nein, ich bin nicht im Hotel. Geht doch gar nicht. Hotel ist tabu. Obwohl ich war vor 4 Wochen oder 5 Wochen war ich im Hotel, weil Corona-bedingt darf man ja als Geschäftsreisender noch ein Hotel in Hamburg und das war mega unheimlich, weil ich glaube, ich war die einzige Person in diesem Hotel und wenn du da so nachts bist und diese Flure, da ist niemand, das ist echt, das hat so ein bisschen so ein keinen Charakter. Das ist echt irgendwie unangenehm. Aber das droht dir ja jetzt auch ein bisschen öfter wieder, oder, Jules? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie der Lockdown läuft. Aber nee, nicht so wirklich. Also ich habe jetzt noch ein paar Lesungen und sowas, aber das wird alles online stattfinden. Also ich habe jetzt nur eine Sache, wo ich irgendwie hinfahren muss. Und wohl stimmt, Fernsehtermin noch, aber ja, nee, sonst habe ich mich auch geweigert. Also wenn es um Radio ging, habe ich auch gemeint, nee, Alter, ist Corona, ich habe ein gutes Mikrofon, können wir über Internet machen. Ja, und jetzt werden sich vielleicht einige Leute fragen, wie es dazu kommt, dass du Interviews machst und Lesungen, Stichwort Lesungen. Oh ja, da ist es. Ja. Also es ist noch nicht im Handel, aber ich habe es tatsächlich letzte Woche das erste Druckexemplar gekriegt. Geil. Und es ist wunderschön und voll geil. Grün. Richtig genau, gut. Ihr dürft mal reingucken. Weißt du was? Und es hat Bilder, was? Ich hab's auch. Nein, Inga, wie kommt das denn?
Ja, krass, oder? Ja, ich bin auch ganz froh. Aber du Und hast es noch nicht gelesen. nee, ich habe es noch nicht gelesen. Ich hab's Nee, so nicht und ich schnell. hab's auch noch nie gelesen. Ich poste mal gerade den Link zu Julias Buch. Ja, mach das Ja, mal, mach weil das es ist mal. ein wichtiges Buch. Und was ich mich gefragt habe, Jules, hier steht irgendwo, ah ja, ich habe nämlich, weil ich auch so eine Presseversion davon bekommen habe, hier stand irgendwo in dieser Presseversion, ich kenne mich jetzt Julias Auftrittsdaten, Also. da steht Illustrationen Julia Schnetzer. Ja. Welche Illustrationen meinen die denn? Alles Alle im im Buch. Buch? Ja. Also Crazy shit. das auf dem Cover nicht, aber alle im Buch. Alter Schwede, ich bin beeindruckt. Du bist ein Künstler. Ja. Du weißt, kleiner Tipp von Autorin zu Autorin, für diese Illustration kannst du dich bei der VG Bild anmelden und für dieses Buch Ah. bei der VG Wort. Das ist Ja, on das the so. go für alle, die hier draußen gerade zuhören. Genau, Meldet euch. VG VG Wort Wort habe für ich auf dem Text. Schirm, aber VG Bild habe VG ich nicht auf dem Bild. Jules, du hast die Illustration. Das ist mir sofort aufgefallen. Da habe ich so gedacht, krass, ja, das ist sehr gut. Du kannst die ganzen Illustrationen. Das habe ich nämlich bei meinem ersten Kinderbuch auch gehabt. Aber da habe ich nur Fotos eingereicht, habe ich nicht gezeichnet. Ja, Schirm. das ist sehr gut. Der Spanier89 sagt Hallo. Hi. Ja, hallo. Hi, Spanier. Hallo zusammen. Hallo Das, ja, Spanier. genau. Und au, Pingu, da ist Pingu ist er. Hol da! huldigt, huldigt Danke! dem, huldigt dem Pingu für die Ja, großartigen Overlays, die er gemacht danke. hat. Ja, voll cool. Dankeschön, Pingu. Ist mega Mega geil. gut. Ja, ist sofort in der Anwendung. Das ist ja mal das Beste, wenn man was macht, was sofort verwendet wird, finde ich. Ja, Hat man auf richtig jeden was Fall. davon. Auf jeden Fall. Über Ja. das Buch, Jules, müssen wir unbedingt noch mal reden, aber nicht heute. Vielleicht, wenn André auch gelesen hat oder so. Da, Dann, also, ja, genau. Vielleicht es im ist noch Mai oder nicht Anfang Mai, dass raus. wir es machen. Nee, schade. Ja. Oh, am besten kaufen sich alle dieses Buch auch. Dann können alle anderen auch mitreden im Chat. Dann wisst ihr, wovon wir reden. Das heißt, wir machen das erst, wenn es auch wirklich erschienen ist. Und nicht so sneaky peeky. Das ist sehr gut. Ich habe Ja. auch in der Zwischenzeit zum Thema Meere und Ozeane etwas erlebt, auch zum Thema Buch, beziehungsweise nicht ganz zum Thema Buch. Ich habe letzte Woche die Seite Was mit Kinderbüchern gehostet. Ich weiß nicht, nee, gehostet ist falsch, aber ich habe da drauf geschrieben, das ist auf Facebook so eine Seite. Und da schreibt man immer, was man so arbeitet und was gerade so Spannendes passiert. Und es ist etwas Spannendes passiert. Ich habe nämlich in der Woche davor erfahren, dass ich sehr nah an Ozean und Meeren dran bin, in Form eines Schiffes, was im Suezkanal Oh ja, um Gottes gehangen Willen. hat. Und zwar sind da Kartenspiele von mir drauf, auf der Ever Given. Und die kommen jetzt nicht zum gewollten Erscheinungstermin in die Buchläden. Ich hoffe, dein Buch ist nicht auf der Ever Given, Jules. Dann ist irgendwie ein bisschen was verloren. Das ist Nee, richtig ich scheiße. glaube tatsächlich, das wird in Deutschland gedruckt. Sehr Ich. gut. Ja, meine Kartenspiele, die bei Moses erscheinen, sind in China gedruckt Ja, und printed in Germany, ja. Papier aus verantwortungsvollen Quellen. Oh Gott, ich rede da jetzt nicht weiter mit über. Ich habe keine Ahnung. Ich sag nee, ich sag einfach nur mal, irgendwann gibt es Kartenspiele und die waren auf der Ever Given und es ist die Wald-Edition. Das ist eine super Sonder-Special Edition. Richtig krasser Scheiß. Kann man auch als Erwachsener spielen. Ich weiß selber teilweise die Antworten nicht mehr, weil ich zu viele Sachen geschrieben habe. Kann meine eigenen Tiere erraten. Waldtiere, keine Meerestiere, aber die waren ja auf dem Meer unterwegs. Stimmt, ja. Sie haben nautische Erfahrungen gesammelt, auch wenn sie eigentlich im Wald Ja. leben. Ja, die Bienen können ein Lied davon summen. Die haben ihren Tanz im Kartenspiel. Ich glaube, ich habe Erdhummeln da drin oder so, weiß ich nicht. Die sind vollkommen, oder die Bienen, die tanzen, machen auch Schwänzeltanz. Können sich an gar nichts ausrichten, wenn das Schiff quer steht und wenn es dann wieder gerade ist und die Sonne ständig ihre Position wechselt. Quasi schlimm. Okay, das war ein Übersprungsgedanke. Lass uns mal mit Ich finde das nicht schlimm. Meeresthemen. Ich finde das nicht schlimm. Danke. Finde ich überhaupt Danke. nicht schlimm.
Ja, wir machen wieder ein bisschen Deep Diving Simulator. Das letzte Mal, wo wir den hatten, waren wir in diesem Brackwasser gefangen und mussten so viel Müll aufsammeln. Ich habe das mal offscreen erledigt, dass wir in einem total neuen nett. Gebiet sind. Ja, das ist, das hat auch total lange gedauert. Also wir waren erst hier, ne, irgendwie vergessenes Riff. Und jetzt können wir den versunkenen Tempel machen. Da habe ich noch nichts gemacht, wie man hier sieht. Gesammelte Items 0. Hier können wir Schätze finden. Ja, aber das war ätzend. Also ich habe bestimmt noch mal eine Stunde im Brackwasser rumgetaucht, um irgendwie die letzte Flasche zu finden, bevor das hier freigespielt war. Aber das ist so wie im echten Leben. So wie im echten Leben, ja. Ja, ich habe mir noch nicht angehört, was die Frau dazu sagt. Die erzählt ja am Anfang immer noch einen Schwank und dann geht's runter zum Tauchen. Wusstest du, dass es unterhalb Asiens einen Unterwasserozean gibt, der so groß ist wie der Arktische Ozean? Nee, davon habe ich noch nie gehört. Was meinen Sie mit unterhalb Asiens? Meinen Sie das Nordosten, Süden, Westen oder meinen Sie in direkt unter des Magma, also oberhalb des Magmas unserer Erdschicht oder was? Interessant, ja. Ich google das. Vielleicht ist das auch ein Übersetzungsfehler. Ist das Grundwasser? Darüber ich habe das gar nicht gelesen. André, wir hätten die erste Frage bereits jetzt geklärt haben können. Ja, Julia googelt und wir lassen uns mal von der Frau zuquatschen. Ja, also wir meinen nicht Julia. Ja, genau. Von der Frau im Spiel. Ist das nicht so ein Professor eigentlich, der da irgendwie ist? Habe ich das verdrängt? War das nicht so ein komischer Typ? Oder was are still not entirely clear. However, historians agree that it was a spiritual place, an essential destination for the devotional. Though the temple's architecture strongly suggests its Greek heritage, items and valuables from the Persian and Roman empires had been found in that area as well. Whoever would dare to seek out the truth would be immensely rewarded, both culturally and materially. Ja, die quatscht immer ganz am Anfang und man kann das nicht abbrechen. Und wisst ihr, was das Geilste jetzt ist? Ich habe ja mit Jules beim letzten Mal über Yves Cousteau, Jacques Yves Cousteau gesprochen und ich bin mit meiner 11-seitigen Aufzeichnung, die ich noch nicht weggeschmissen habe, jetzt ganz nah dran. Die haben nämlich, ich weiß gar nicht, habe ich es beim letzten Mal erzählt, den Haupthafen von Kreta entdeckt. Der Jacques Yves Cousteau. Erinnerst du dich, Jules? Habe ich davon was erzählt? Ja, genau. Ich wollte doch sagen, ja, genau, das hast du erzählt. Dass er, ja, genau. Ja. Dass er das entdeckt hat, ja. Ist ja im Prinzip, das weiß nur André nicht, weil da vielleicht das. Wir haben nämlich seit heute unser Video zu Jacques Yves Cousteau online auf YouTube. Da kann man doch bestimmt Ausrufezeichen YouTube. Richtig, Ausrufungszeichen YouTube, das sollte der Chatbot beherrschen. Alter, ich probiere das aus. Wir haben einen Chatbot, wir sind wahnsinnig Frauen. Der gleich mal alle schimpft hier. Nein, geht doch. Nee. Geil, ja. Gibt es die Mitschnitter zu unseren Streams? Ja, der Chatbot. Der Chatbot, der wurde von André geschrieben und André, der guckt öfters mal nicht so sehr darauf, wie Sachen richtig geschrieben werden. Ja, da guckt die Inga dann drauf und die sagt, lieber Nightbot, du musst da nochmal ran. Mitschnitter. Du alter Mitschnitter. Ja. Aber das, was du noch nicht weißt, André, weil dieser Jacques Yves Cousteau, der ist nämlich mit seinem Forschungsschiff unterwegs gewesen. Und dieses Forschungsschiff hat er für 1 Euro geleased, sozusagen, und zwar von den Guinness-Bierleuten. Ja, die Guinness-Brauerei hat die Calypso gekauft 1950 und haben die dann ihm zur Verfügung gestellt und er war 51 auf Jungfernfahrt. Das war früher übrigens, bevor es in Jacques-Yves Cousteaus Hände geriet, einfach mal ganz kurz eine Fähre auf Malta. Aber dann Forschungsschiff und dann hat er damit mit seinen Leuten auch unter Wasser Sachen gesucht und kam, als er auf Kreta war, auf die Idee, dass doch der Hafen von Kreta in Heraklion nicht der richtige Hafen von früher gewesen sein kann, weil der einfach zu schlecht ausgelegt ist, also zu windig, zu wenig geschützt.
Okay. Und dann haben. Und er war auf der Suche nach Atlantis. Der hatte auch immer so krasse Ideen. Ja. Und dann hat er mit seinen Kollegen überlegt, wo könnte denn eigentlich der richtige Hafen von Kreta sein, also der historische. Und das haben sie dann rausgefunden. Und also nur durch Zufall im Prinzip, weil sie wollten schon wieder abreisen und dann ist einer nochmal tauchen gegangen und hat auf Dia, das ist eine kleine Insel vorgelagert, den alten Hafen gefunden. Und die haben ja immer diverse Sachen unter Wasser. Deswegen komme ich bei diesem Tempel da eben drauf. Die haben auch irgendwelche Krüge und so mitgenommen und was weiß ich noch. Ja. Und der alte Hafen ist wahrscheinlich 1450 wegen eines Vulkanausbruchs in Santorin untergegangen. Okay. Oder noch früher. Wahrscheinlich noch früher. Ja. Noch früher. Ja. Aber er hat eigentlich, also das war so eine fixe Idee, oder wie? Also so eine fixe Idee, sag mal, eigentlich kann das hier mit dem Hafen nicht stimmen. Also sind sie da irgendwie beim Bier drauf gekommen oder wie war das? Oder ist das nicht überliefert? Ja, also was ich dazu gelesen hatte, war einfach das überliefert. Ja. Na, die waren eigentlich auf der Suche nach Atlantis und waren da rund um Kreta unterwegs und dann ist ihm aufgefallen, dass es irgendwie nicht klappen kann mit dem Hafen. Und dann haben seine Mitarbeiter gesagt, ey, komm, dann gucken wir nochmal, das müsste doch eigentlich eher da und da sein. Und dann sind die da schnorcheln gegangen, haben nichts gefunden, wollten dann auch schon wieder weg. Und dann sagte wohl der eine, ich will nochmal ganz kurz runter und hat dann beim Schnorcheln tatsächlich so ein, durch Zufall letztendlich angeblich, nochmal was gefunden. Und dann waren sie da auf Ausgrabung quasi. Hm. Ja, also ganz kurzes Update. Also ich habe tatsächlich gerade was gefunden. Anscheinend gibt es in Ostasien, wurde tatsächlich, auch noch ganz so lange her, irgendwie 2007 ist die Meldung, ein Wasserreservoir unter dem Kontinent oder in den Erdplatten gefunden, das ungefähr das Volumen hat vom Arktischen Ozean. Hm. Also im tiefen Mantel wurde das gefunden. Und den Rest habe ich gerade so über. Ja. Tiefer Mantel ist ganz schön tief in der Erdkruste, oder? Ja, das weiß ich nicht. Das ist mir auch, ich habe es gerade so ein bisschen durchgelesen und es ist mir jetzt auf die Schnelle zu viel Geologie, dass ich das mit so durchscannen so verstehe, dass ich das genau erklären kann. Weil dann geht es noch um Erdbeben und so. Das ist irgendwie alles ein bisschen kompliziert. Das müssen wir vielleicht nochmal in Ruhe lesen. Aber tatsächlich, aber es war irgendwie auch gerade gar nicht so einfach. Ich kann ja mal den Link, was ich da gefunden habe, in den Chat posten. Ja, schmeiß mal rein. Ja, weil es war irgendwie gerade auch gar nicht so leicht zu googeln. Aber du hast es geschafft. Aber ich habe es geschafft. Ich bin eigentlich auch sehr gut im Googeln. Yeah, Profi-Googler. Das ist einer meiner Stärken. Das kann man nie genug haben, die Stärke zu googeln. Ich kann auch sehr gut Ostereier suchen. Kannst du? Wie war euer Ostern? Jules, wir machen nächstes Jahr ein Battle. Ich habe viele Ostereier gesucht. Das war sehr gut. Ich auch. Ich habe extrem viele Ostereier. Und das Witzige war, dass ich immer gewonnen habe beim Ostereier suchen. Und ich mag aber gar nicht so gerne Ostereier. Und es kann man, dann kann man nur beim Ostereier, also wird dann um die Wette gesucht? Ich habe noch nie kompetitiv Ostereier gesucht, muss ich sagen. Ja. Liegt vielleicht daran, dass ich ein Einzelkind bin. Ja, wir haben zu dritt. Könnte sein, Andrea. Wir haben zu dritt Ostereier gesucht. Und dann kam es dazu, dass meine Freundin gesagt hat: So, hier sind die zwei Körbchen, ihr sucht jetzt und der Gewinner kriegt noch ein Zusatzgeschenk. Und dann habe ich mich durchgesetzt beim Suchen. Und dann, weil ich diese ganze, ich mag nicht gerne Schokolade, habe ich die einfach weiter geschenkt. Ich habe am Ende alle Ostereier dagelassen und gesagt, hier, viel Spaß mit den Eiern. Okay. Ich liebe Schokolade, aber bei uns werden auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns werden auch gekochte, gefärbte Eier gesucht. Auch ein bisschen Schokoeier, aber hauptsächlich eigentlich richtige Eier. Ah krass, nee, bei uns gab es nur Schokoeier. Die richtigen Eier hätte ich wahrscheinlich sogar auch gegessen oder in einen richtig guten Eiersalat verbraten. Ja, bei uns, also bei uns werden immer die richtigen Eier gesucht, dann gibt es immer noch Osternetzen. Ein Spiel, oder?
Habt ihr nicht beim letzten, im letzten Jahr, war das nicht, wer war das denn, ja, mit doch, dem das Eierspiel? Ja doch, im letzten Jahr haben wir auch, genau, da haben wir in der WG gefeiert und genau, da habe ich dann auch, weil die anderen waren auch Ostereier suchen, das kannten die auch gar nicht so und ich habe darauf bestanden, dass wir Ostereier suchen machen und es hat dann doch auch allen sehr viel Spaß gemacht und dann haben wir ein Spiel gemacht, genau, wir hatten dann so eine Decke, die so von so Stuhl so runterhing, dass das eben so eine Schräge gemacht hat und dann haben glaube ich immer 4 Leute oder so ihr Ei da runter, gleichzeitig runterlaufen lassen und Gott, wie war denn das nochmal? Und immer das Ei, das am weitesten kam, hat gewonnen und durfte dann weiterrollen und ich glaube, dass das als letztes war, hatte verloren und dann gab es irgendeine Regelung, wenn man ein anderes Ei getroffen hat und ich weiß nicht mehr, was das war. Okay. Nee, ich habe die Regeln vergessen. Und dann musste man immer, und ich glaube, dann die 2 Verlierer mussten gegeneinander antreten und die Eier aufeinander schlagen und dass das dann kaputt geht, ist halt raus. Und das macht man dann so lange, bis... Roh, oder was? Ein übrig bleibt. Nein, gekochte Eier. Okay. Das ist so zum... Macht man, also ich meine, das macht man bei uns zu Hause auch, wenn du dann die Ostereier isst, dann müssen immer 2 Leute die gegeneinander schlagen und ja, das nicht kaputt ist, dann ist Gewinn ein. Mhm. Interessant. Und Horsti spricht von Eiertrudeln, aber ist das wohl Eiertrudeln oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was Eiertrudeln ist. Ich weiß auch nicht, was Eiertrudeln ist. Ich kenne nur so eins. Unsere Familie hat nicht wirklich irgendwelche Eiersuchtraditionen oder so etwas. Also nicht wirklich, aber ich habe anscheinend wirklich viel Spaß versäumt, so wie sich das anhört. Ja, also tatsächlich dieses mit diesem, dass die Eier da so runterrutschen, das Spiel kam von meiner Mitbewohnerin aus, die aus Texas stammt. Also gar nicht ein deutsches Ding, sondern... Ein texanischer Eier-Run. Egg-Run. Ja. Ganz geil. Ja, also ich liebe Ostereier so mega, mega. Also ich bei uns auch. Ist das auch so ausgeartet, dass dann früher mein Vater, wir waren dann auch immer so, ja, mehr advanced und mein Vater hat die dann auch so richtig krass versteckt, also wirklich so im Spülkasten vom Klo und irgendwo unter Tisch getaped und oder auch gut war auch Glühbirnen rausschrauben und dann das Ei statt das so reinsetzen und so. Also das war wirklich schon next level. Oh Mann. War richtig geil. Wow, das sind aber Sachen, die muss ich mir bis nächstes Jahr merken. Da ist dann, ich weiß jemand, der das dann auf gar keinen Fall mehr schafft. Der hat nämlich diesmal auch ganz dolle verloren, leider. Gegen 2 Frauen. Oh. Ja. So, und jetzt habe ich langsam keine Luft mehr und ich tauche mal wieder auf. So, ich habe ja bei diesem Tempel mich so ein bisschen umgesehen. Also es gibt hier viel. Ich habe jetzt mal so ein bisschen... was aber echt schwierig ist... kann ich hier nicht auftauchen? Hallo? Doch. Oh Gott, wir möchten, dass du überlebst. Ja. Wow. Echt? Ganz viele tolle Punkte. André, während wir Sachen über Eier reden, hast du eine Aufrüstungsaufwertung erspielt. Mit Dynamit. Oh, mit Dynamit. Da hab ich auf Jacques Cousteau, kann ich da nur sagen. Jacques Cousteau. Wir sind sowas von auf den Spuren von Jacques Cousteau. Gut, dass ich das recherchiert habe. Weißt du, was der gemacht hat, André? Erzähl. Ist auch verpasst. Ja. Der hat mit Dynamit ein Riff gesprengt, um herauszufinden, was da für Tiere leben, die er dann später einsammeln und klassifizieren konnte. Ja, so das wurde in den 50er, 60er Jahren... Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, als man noch Riffe ohne Ende hatte. Aber da fällt mir ein, diese Doku habe ich vergessen zu gucken, die du angekündigt hattest. Ach so. Bei Arte oder ja, so? Ja, ich habe gar nicht... Jetzt fällt mir erst auf, dass ich gar nicht auf die tolle Dings umgeschaltet habe, während ich hier... die ganze Zeit am Tauchen war. Ja, du hast vollkommen recht, Jules. Ich kann mal kurz gucken, ob es die noch gibt. Dann kann ich den Link dann auch mal reintun für alle, die das noch gucken wollen. Man kriegt es auch auf DVD in diversen Bücherhallen. So viel kann ich dazu auch noch sagen. Und die Jacques Cousteau
Hat eigentlich jemand schon angefangen, eine Mütze zu stricken? Stimmt. Ich hatte eine Strickanleitung auch. Also Strickanleitung von Jacques Cousteau. Ja, von der Mütze. Der hat doch so eine Mütze immer aufgehabt. Es gibt auch diesen Film jetzt hier irgendwie von Bill Murray. Ich habe den neulich gesehen und bin Ja, den darüber haben gestolpert. wir. Ja, da haben wir auch ausführlich drüber Okay, gesprochen. weil Der ich habe ist ihn auch nämlich, ich muss erst ganz. 20 Jahre alt. Nicht Die ganz. Tiefseetaucher. Ja, genau. Nicht ganz. Das ist Wes Anderson und Bill Murray spielt mit, ja. Sehr guter Film. Ich So, und mal bin damit gucken. nicht. 2004, fast 20 Ja. Jahre. So, hier mehr Internet. Internet, Internet. Ah. Okay, was jetzt Mal hier gucken, passiert was zum ist, Thema Sendetermin, ob man. diese Geschichte hier mit den tollen Upgrades, Inga, ist die Sache, dieser Tempel Hier. ist sehr, sehr tief. Öko-Waffe Stufe 3, ja, Anzugstufe. Wir haben endlich die Fähigkeit, auf 40 Meter tief zu tauchen, weil ich konnte bisher immer nur 30 und da bin ich gar nicht runtergekommen. Und das war jetzt wirklich wichtig, dass ich jetzt mal noch ein paar Sachen gefunden habe, weil das ist nämlich, die ganzen Sachen liegen alle tiefer und ich habe dann immer Schaden bekommen. Schaden heißt in diesem Spiel, dass ich dann weniger Sauerstoff habe, also weniger Zeit, um rumzutauchen. Und jetzt kann ich mir tatsächlich Sachen angucken. Muss dann immer so runter und dann wieder hoch, weil es ging nicht vernünftig. Jetzt habe ich auch irgendwie mal ein bisschen Zeit, da einen Blick drauf zu werfen. Tja, den Film kann man nicht mehr angucken. Das ist meine Erfahrung jetzt hier aus meiner Recherche. Aber 40 Meter sehr gut. Sehr, sehr schön. 40 Meter gut gemacht. Was? Was? Ja. Schaut ja schon abgefahren aus in dem Tempel. Ja. Ja, Was das. steckt denn hier? Das leuchtet. Du brauchst eine höhere Du brauchst eine Spieluhr, Höhe spielen. um das FGF freizuschalten, was immer ein FGF ist. Froschgesicht Familie und Familienverwutzer. Nee, das mit V, ne? Und kein G. ja Froschgesichtsfisch Fischgesichtsfrosch. Ne, hier, das war der Tempel und wenn man hier weiter schwimmt, dann geht es hier plötzlich ziemlich weit runter und eben, also hier ist noch jede Menge, hier sind zum Beispiel Quallen, Poseidons Zorn Oh, und schön. ja, da bin ich eben überhaupt nicht runter, konnte ich eben überhaupt nicht runtertauchen, jetzt kann ich das Hast du und mir das hier Special Sachen, Anzug? ja. Eine große Freude. In Beyond Blue konnten wir über 4000 Meter tief tauchen. Hier muss man mehrere Level aufsteigen, damit man auf 40 Meter kommt. Wie ist das denn Na, das ist. beim wahren Tauchen, Julia? 40 Meter ist das. Das ist schon nicht so einfach, oder? Also, das ist nicht etwas, wo man einen Anfänger hintauchen lässt, oder? Also, das ist total einfach. Du musst dir einfach viele Gewichte einpacken und dann tauchst du auf 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter. Kein Problem, ob du das überlebst, ist die andere Geschichte. Ja, blöde Frage, ja, okay. nee, also Nein. 40 Meter ist tatsächlich bei den meisten Tauchscheinen die maximale Tiefe, die du erlaubt bist zu tauchen. Natürlich kann dich keiner davon abhalten, oh, ein Delfin, davon abhalten, tiefer zu tauchen, aber empfohlen wird das nicht, weil da wird's gefährlich. Also ich meine, natürlich auch auf 40 Meter kann es gefährlich werden, wenn man da zu lange ist. Genau, aber tiefer wird es problematisch, da musst du dann schon technisch tauchen. Also mit speziellen Gasgemischen, wo dann weniger Stickstoff drin ist und so. Ja, wollte ich gerade sagen, da braucht man dann irgendwie mit Helium damit bei und so eine Scherze, ne? Und irgendwie anderen Ja, Edelgasen genau. und so, Ja, damit genau. du und Dekompressionsfahr Pausen oder sowas, ne?
Genau, also du hast das Problem. Also ich glaube, es ist weniger Sauerstoff tatsächlich in dem Gemisch, weil Sauerstoff ab einem gewissen Druck toxisch wirkt. Das heißt, du willst tatsächlich eine geringere Sauerstoffkonzentration. Genau, und du musst halt eben längere Dekompressionsphasen machen. Das heißt, wenn du so einen technischen Tauchgang auf 100 Meter oder sowas machst, kann es halt sein, dass du irgendwie 9 Stunden im Wasser sein musst, weil du dann immer so auf, keine Ahnung, 30 Meter irgendwie eine Stunde abhängen musst, auf 20 Meter eine Stunde abhängen musst und so. Also runter geht's ganz schnell, aber hoch dauert es halt dann irgendwie Achso, also stundenlang, nicht, bis du wieder hoch also du kannst. gehst tatsächlich runter, ohne dass du irgendwie warten musst, aber dann wieder nach oben. Also es das heißt ja auch Genau. Dekompression. Genau. Nee, genau. Runter kannst du einfach straight runter, das ist kein Problem. Sondern das Aufsteigen ist das Problem. Weil halt eben sich diese Gase wie Stickstoff in deinem Gewebe anreichern durch den Druck. Und wenn du dann schnell hochgehst, dann blubbern die halt raus wie Kohlensäure. Und damit das nicht passiert, ist so ein bisschen, ne? Kennt ihr die vom Aldi, glaube ich, diese Apfelschorle in der Plastikflasche, die egal, also auch wenn die nicht geschüttelt ist, du drehst sie auf und es macht Ja. Ja. So ist das. So ist das. Und damit das eben nicht Puh macht, Im musst du Gewebe. ganz, ja Ja, genau, beziehungsweise ganz im Blut langsam und hoch. dann kannst du dir halt auch eine Gasembolie einfangen, ne? Also, dass irgendwo eine Luftblase sich sammelt und in die Lunge oder ins Gehirn reinballert, was halt Also doof ist. das vielleicht auch, aber eigentlich ist das Problem, dass dein ganzes Gewebe zerstört wird. Also das geht wirklich, das ist im ganzen Körper, dass diese Bläschen rausblubbern und das hast du auch, also ein Symptom davon ist auch, dass du das wohl, also ich habe das Gott sei Dank noch nie gehabt, aber dass du das auch spürst, dass es überall kribbelt, wie als ob du Okay. Ameisen auf dir drauf hast oder in dir drin besser. Ja, aber ich kann nur von dem berichten, was ich gelesen habe, weil ich habe es Gott sei Dank noch nie selber erlebt. Okay, ja, also wir können auf jeden Fall jetzt hier 40 Meter tauchen. Keine Ahnung, ob wir da noch tiefer kommen. Wahrscheinlich schon. Müssen nur die technische Tauchausrüstung haben. Wahrscheinlich. Jetzt hat hier gerade Also, ich irgendwas. habe zum Thema. Ja. Mach nichts. Ich habe zum Thema Tauchen noch aus meiner Recherche jetzt diesmal nicht von Jacques Cousteau, sondern von Sylvia Earle, die ja so einen Tieftauchrekord gemacht hat mit dem Jim Diving Suit. Das war so ein Anzug, der konnte sie auf über 300 Meter, also fast 400 Meter, 2,5 Stunden sein. Und da herrscht innen drin eine Standardatmosphäre. Und wenn man sonst bei 300 Meter Tiefe taucht, hätte man 20 Wochen Dekompression. Ach Ja, so. genau, bei diesen Tauchanzügen oder auch in so einem U-Boot, wenn die in die Tiefsee gehen, da ist ja der gleiche Druck wie in der Ja, Atmosphäre. Vielleicht ein genau. bisschen höher, aber genau, und dadurch hast du natürlich dieses Dekompressionsproblem nicht. Und Ja. genau. Habe ich meinen Faden verloren. Mach nichts. Also, wenn du normalerweise auf 300 Meter tauchen würdest, würdest du es überhaupt aushalten? Dann hättest du 20 Wochen lang danach, wärst du immer noch unter Wasser, weil du in der Dekompression hängen würdest. Genau, jetzt fasse ich meinen Faden wieder. Bei diesen technischen Tauchern von so Ölplattformen, die eben auch auf 200 Metern oder so tauchen, um da was zu reparieren, damit sie nicht 3 Wochen lang dekompressieren müssen im Wasser, haben die halt so Druckkammern, die teilweise auch schon unter Wasser hängen, wo die einfach ein- und aussteigen. Und genau, und die sind dann eben danach, verbringen die quasi ihre Woche oder so Dekompressionszeit in so einer Druckkammer, die eingerichtet ist wie eine kleine Wohnung, ne? Also wo sie auch ein Bett drin haben und sowas. Ach so, okay, aber Genau. die haben dann also nicht so einen Anzug, irgendwie so ein wie ein Raumanzug quasi, der einen Atmosphärendruck macht, sondern die setzen sich tatsächlich diesen Druck aus. Ja, also Okay. irgendwie so, ja, genau. Ja. Aber es ist ein ultra krasser Job. Also sie kriegen auch richtig gut bezahlt, kriegen richtig viel Geld, aber es ist halt auch ein super krasser, auch körperlich belastender und auch wirklich richtig gefährlicher Job. Also ich würde es nicht. Ist auch. Die haben ihr Geld schon verdient. Ja, ich meine, ich würde das auch nicht machen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen.
wenn du da so lange, also dann eingeschlossen, ich meine, ich habe keine Platzangst. Ich glaube, ich würde sie dann entwickeln. Also, gefühlt. Reicht. Also, ich habe einmal jemanden kennengelernt, der das lange Zeit gemacht hat. Das war Besitzer von einer Tauchbasis in Thailand. Der hat es irgendwie mehrere Jahre lang gemacht und der war auch, aber das war auch irgendwie so ein krasser Typ. Also der war auch so beim Tauchen, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so, also der hat quasi beim Tauchen keine Luft verbraucht. Das war absolut unglaublich. Obwohl dieser Typ permanent geraucht hat. Also der war, selbst beim Essen hat er geraucht. Oh Gott. Also wir haben uns auch gefragt, wie der es überhaupt aushält, irgendwie eine Stunde unter Wasser zu sein, ohne seine Zigaretten. Ja, und trotzdem, der hat einfach keinerlei Luftverbrauch. Und es war auch irgendwie so ein Riesenbär. Ja, und der hat das irgendwie früher gemacht. Und es war aber auch irgendwie so, war auch so jemand, den konntest du einfach nicht aus der Ruhe bringen. Ne? Also so einer der gelassesten Menschen, außer seine Zigaretten waren weg. Dann war alles vorbei. Dann ist er steil gegangen quasi. Ja. Tja. Irgendwie muss man das kompensieren. Ich habe keine Ahnung. Horst, die sagt, Platzangst ist die Angst vor weiten, offenen Plätzen. Jo. Okay, ich weiß nicht, wie das Fachwort ist für die... Klaustrophobie. Klaustrophobie. Danke. Gerne. Ja. Oh. Und du hast wenig Sauerstoff. Ja. Zu Poseidons Zorn. Nennen die da eigentlich einfach die Tauchplätze so? Oder was, ja. Was soll das? Ja. Ja, die nennen das einfach so. So, ich guck hier gerade mal. Sunken Temple. Wir haben ja so ein kleines Problem mit diesem Spielchen. Das muss man ab und zu mal ausmachen. Vielleicht merkt man das auch. Wir werden auch gerade angezeigt, dass wir ein paar Frame-Drops haben. Also, dass wir ein paar Bildchen verlieren im Stream. Ich würde das ja gerne mal ausmachen. Mach weil das. Wir hatten doch auch noch schönes Zeug. Inga, du hast erzählt, du hast auch etwas herausgefunden. Ich habe ein über, Thema. Warte. Ja? Warte. Was denn? Dum. André, guck mal, das ist eine Überraschung für dich. Hallo. Ich mach die mal groß. Oh Gott, was ist das denn? Flamingo. Eigentlich müsste es so immer so. So rumhängen. Ich habe ein Flamingo gekauft. Da ist der Dubau mich begeistert von. Aber ja, weil Marius, also während du weg warst, André, hat Marius ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht. Ja. Also es ist der Freund von Jules und der hat unglaublich geackert und dann habe ich zu ihm gesagt, während er Sachen ausgetestet hat, ob er nicht irgendwie einen Wunsch hat an uns, was wir an Meerestieren oder so aufdecken können. Und dann hat er gesagt, er wüsste gerne, warum Flamingos auf einem Bein stehen. Und dann fiel mir auf, dass ich dieses Tier hier gekauft hatte, was ideal ist. Es hat noch gar kein. Es könnte sich Marius nennen. Oder Marius kann es. Marius könnte der Patenonkel von dem hier werden und einen Namen. Auch noch ausdenken. Ja, warte mit den Dance Moves ganz, ganz kurz. Was denn? Ja, ich habe. Geilste Shit. Alles gut. Ich habe nur schon mal Sachen hier geöffnet. Ja, da guckt der Flamingo ganz. Also der Flamingo wird jetzt Marius genannt? Oder? Nee, das weiß ich. Marius kann gerne sagen, wie der Flamingo heißen soll. Ich glaube, er ist gerade auch gar nicht online. Ja, stimmt, der weiß überhaupt nicht, dass sein Flamingo-Thema gerade kommt. Was ist denn da los, Jules? Der musste gerade Zeug erledigen. Der Flamingo? Naja, da muss er sich das später in der Aufzeichnung angucken. Na toll, Marius. Dein Flamingo. Da sagt der Flamingo doch direkt,
Ja. Verzieht so seinen Schnabel. Ja, ich habe dazu mehrere Dinge rausgefunden, aber ich kann mal damit anfangen, dass Flamingos auf einem Bein stehen. Es gab verschiedene richtig geile Theorien, warum Flamingos auf einem Bein stehen. Ganz früher haben die Wissenschaftler geglaubt, dass die auf einem Bein stehen, weil dann weniger Enten bei ihnen anstoßen, während sie im Wasser stehen. Also sie Enten. Sind dann nicht so ein großes Hindernis. Ja, ein Flamingo ist ein Hindernis für eine Ente. Und es kann ja auch total nerven, wenn so eine Ente dir immer an die Beine schwimmt. Und wenn dann nur ein Bein da ist, dann ist das immerhin nur halb so risikoreich, von einer Ente angefahren zu werden. Oh. Ich habe auch gleich noch eine gute Entengeschichte. Ja, also Enten sind schlimme Tiere. Ja, das war eine der warum Flamingos so stehen, Theorien. Und dann kam irgendwann, aber es kann ja auch sein, dass die das machen, weil die dann die Wärmeregulierung einfacher ist. Ne? Also die Enten, die würden da nicht so viel kaltes Wasser die Flamingos nicht so viel kaltes oder auch heißes Wasser in den Körper transportieren, müssen da nicht so gegenregulieren. Also die würden weniger Wärme verlieren auf einem Bein. Ne? Zwei Beine viel Wärme verlieren, ein Bein nur einfach Wärme verlieren, aber eigentlich stehen die auch selten in richtig kaltem Wasser, wobei ich dazu auch noch was rausgefunden habe. Aber dann gab es eine Theorie, also bis 2009 gab es dann diese Erkenntnis, in 2009 gab es die Erkenntnis, na, die stehen auf einem Bein nur, wenn sie im Wasser stehen. Also wenn sie an Land stehen, dann stehen die auch auf zwei Beinen. Nur ja. Im Wasser stehen sie auf einem Bein. Das würde passen zu der Theorie, dass sie weniger Wärme verlieren. Und in 2000, und eine andere Theorie gibt es natürlich, Ermüdungserscheinungen. Wenn du auf einem Bein stehst, wenn du mal abwechselst, dann kannst du halt die Ermüdungserscheinungen ausgleichen sozusagen. Es gibt nämlich keine Links- oder Rechtsstehher bei den Flamingos. Das wechseln die einfach immer ab. Und dann kam 2017 ein paar Leute und haben sich das mal genauer angeguckt und haben sich Kadaver besorgt, unter anderem, die sie aufgetaucht haben. Kadaver besorgt? Ja, aus dem Zoo. Aus dem Zoo. Okay. Nein, aus dem Zoo. Nein, André. Ja, ja. Nein. Nein. Die waren Kadaver schon tot. Besorgt. Keine Sorge. nee, die hatten Kadaver, die schon tot waren. Die waren auch tiefgefroren, die haben die wieder aufgetaut. Okay. Und haben mal geguckt, was da so biomechanisch alles bei den Tierchen passiert. Und dazu gibt es tatsächlich ein schönes ein offenes Paper, was man sich durchlesen kann. Ich klicke hier gleich. Würdest du bereit sein zu gehen? Ja. Mega Witz. Das Paper kann ich euch hier gleich mal dazu packen. Das ist nämlich folgendes. Und da kann man das selber auch angucken, wo der Schwerpunkt eines Flamingos liegt. Achtung, Achtung. Der Schwerpunkt eines Flamingos. Hier ist das Originalpaper. Ja, ich kann das mal öffnen und auch zeigen. Das ist sehr gut. Ja. Das finde ich super. Weil da kann man das dann nämlich sehen. Also der Flamingo an sich, der muss überhaupt keine Energie aufwenden, wenn er auf einem Bein steht, wohl aber, wenn er auf zwei Beinen steht. Und dieses da, die genau, erste Abbildung? Das ist das, ja, richtig. Genau, mach mal groß. Habe ich. Und da sieht man dann, dass die Hüfte und der Oberschenkel, Femur ist Oberschenkel, im linken oberen Bild, befinden sich im Körper dieses Tieres. Ah. Und dann hat das so ein... Genau, das ist also, wenn man das als Mensch nachmacht, macht man ganz skurrile Bewegungen. Ich habe das gestern jemandem erklärt und das sah komisch aus. Ja, also aber das Knie ist jetzt nicht der Kamera oben leider. Im Körper. Ja, das ist... Und der ist, also, Knöchel du, ist das Knie, was man... Nein, ich kann es nicht machen. Knie, was man sieht. Ich kann es leider nicht vormachen. Mach es, Inga, mach es. Nein, das geht nicht, weil ich habe... Nein! Ah, nein! Ich kann das nicht machen. Weißt du warum? Weil dann hier alles zusammenbricht, weil ich nämlich meinen Computer an einem LAN-Kabel habe und das LAN-Kabel ist zu kurz und wenn ich, sobald ich aufstehe, zerreißt es alles und ich muss dafür mich hinstellen und ich habe Angst. Dann ist die Stunde gleich zu Ende. Ich kann es auch probieren, wenn du mir erklärst. Na, guck dir das Bild an und dann mach das mal.
Du musst eigentlich deinen Oberkörper. Oh, fuck, ey, ich bin ja selber, ich will es ja auch. Also. Also hier ist die Hüfte, dann den, dann quasi, dann streckt man den Oberschenkel gerade aus. Im Prinzip wäre hier außerhalb meines Körpers. Oh Gott, ich stehe auch noch auf dem Stuhl. Also, man sieht nur diesen Teil unterhalb des Körpers von einem Flamingo. Ja. Ne? Und hier oben im Knie, das ja innerhalb des Körpers ist, wie ich hier versuche, durch meinen Arm zu suggerieren, da drin ist noch so ein Gelenk und dieses Gelenk, das arretiert. Und deswegen würde dieser Flamingo, man denke sich bitte dieses Bein weg, einfach so stehen und mega lässig sein, weil sein Körperschwerpunkt direkt über dem Fuß ist, wenn er auf einem Bein steht. Oh. Okay, ich habe. Du stehst auf dem, quasi auf dem Bein. Ja, auf dem, genau, dann, auf dem angewinkelten. Ach so, und dann bist du quasi so, okay. Mhm. Ja, ich glaub, jetzt du bist, gesagt. Genau. Also und, das, was man vom Flamingo-Bein außen sieht, ist eigentlich alles nur unterhalb des Knöchels. Unterhalb des Knies. Ja, okay. Ja, unterhalb des Knies ist das, was man sieht. Genau, und deswegen stehen quasi immer mit, also wenn wir es wären, immer mit angewinkelten Beinen im Prinzip. Also wenn man das jetzt analog, so wie ich jetzt eben gerade gestanden habe, ne? Ja. So. Wow. Okay, jetzt ist mir richtig heiß. Die können deswegen, auch wenn sie schon tot sind, weil sie diese Arretierung da haben, immer noch auf einem Bein stehen, weil sie überhaupt keine Muskelenergie verwenden, weil ihr Körperschwerpunkt so perfekt über ihrem Fuß ist, dass sie mit diesem arretierten Knie da einfach, die stehen quasi bombenfest. So. Also, das heißt, es könnte auch sein, dass wenn man so an Flamingos vorbeikommt, dass da auch der ein oder andere tote Flamingo steht. Theoretisch ist das möglich, ja. Wobei ich davon ausgehe, dass wenn man die jetzt nicht gerade vorher tiefgefroren hatte und dann den Schnabel eventuell irgendwo festgebunden hat, ich meine, das ist ja auch noch etwas, man sieht da ja die Sleeping Flamingo Position. Ja. Da haben die ja ihren Kopf auch noch so komisch da verrenkt und das zählt da bestimmt mit rein. Also wenn die da eine andere Kopfposition haben, dann verändert das ja den Schwerpunkt wieder. Mhm. So. Ja. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man einen toten Flamingo. Aber wenn er mumifiziert ist oder so. Aber im Prinzip ist jetzt, darüber haben sie es rausgefunden, das heißt, aber was ist die Konsequenz jetzt? Also warum, sie haben jetzt rausgefunden, wie das funktioniert, aber warum sie auf einem Bein stehen, weiß man nicht, aber weil sie es können im Prinzip. Die Antwort ist, weil sie es können? Ja, ich würde, es funktioniert nur auf einem Bein, richtig? Ja, also es funktioniert nur auf einem Bein, genau. Die ganze gechillte Pose funktioniert nur auf einem Bein. Und ob die das jetzt wirklich deswegen machen, weil sie da keine Energie verlieren oder weil sie dann auch noch den Vorteil haben, dass sie da keine kalten Füße von oder die Körpertemperatur da nicht so dolle regulieren müssen, das nobody knows. Wir müssen den Flamingo fragen. So. Aber genau, die haben dann auch, das sieht man im unteren Bereich, was du gerade aufhast, dann noch so Kippversuche gemacht. Kippversuche, das klingt so schlimm. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich zugeben, aber ich sehe daraus, wenn man den Flamingo nach hinten mit gestreckten Beinen, Überraschung, kippt, dann fällt er um, nach vorne dasselbe. Was ist denn hier? Also, Sagittal Plane Tilt Angle und Joint Angle in Degrees. Was heißt denn? Ach so, hier oben, also der Winkel Joint Angle und Sagittal Plane Tilt Angle. Wo ist Sagittal Plane? Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich da oben irgendwo einer von denen, wie hier die Winkel zueinander sind. Da oben. Und wann du welches hast. Ich werd auch nicht schlau daraus.
Ich bin da kein Profi, was das betrifft. Ich habe mir das nur mal durchgelesen und ich fand es war irgendwie logisch, dass der auch umkippt, wenn man ihn kippt. Ja. Ja. So. Ja. Aber man kann natürlich noch mehr rausfinden, wenn man möchte. Und zum Thema Temperatur kann ich noch, ich habe ein bisschen noch dazu herausgefunden, es gibt halt 6 verschiedene Flamingo-Arten, die sind auch unterschiedlich groß und haben unterschiedliche Habitate. Es gibt quasi welche, die in Amerika, Südamerika, Mittelamerika, südliches Nordamerika rumhängen. Und darunter gibt es welche, die in den Anden rumhängen, und zwar auf einem Hochplateau. Die brüten zwischen 3500 und 4700 Meter Höhe und verbringen ihren Winter dort bei minus 30 Grad. Diese krassen Tiere. Das ist die extreme Niedrigtemperatur bei denen, die überleben und rumhängen. Und im Gegensatz dazu gibt es dann die Zwergflamingos, die in Afrika wohnen. Und die sind die kleinste Art, die sind so 1 Meter hoch. Okay. Und die hängen in natronhaltigen Seen rum. Also es gibt sogar einen Natronsee. Da ist es eine Lauge. Ja. Laugen und also das ätzt einem alles weg. Es gibt einen Flamingo-Forscher, der in den, ich glaube, es war in den 50er Jahren, hat er versucht, also es gibt vor Ort bei diesem See, ist er hingekommen und hat so gesagt zu den, ich glaube, es waren die Maasai, die in der Gegend wohnen, sagt mal, was glaubt ihr, wo kommen diese Flamingos her? Und die haben gesagt, ja, die Flamingos, die werden aus dem See geboren, die erscheinen einfach so. Und dann hat er sich gedacht, na, das kann irgendwie nicht angehen. Ich muss herausfinden, wo die jetzt brüten. Und ist dann durch diesen See gestapft und hat sich dabei alles verätzt und ist fast daran gestorben. Hat dann aber die Nester von den Flamingos letztendlich gefunden und er hat es auch überlebt. Aber das muss wohl ganz schön schlimm sein. Die Flamingos selber haben so eine Beine, die sind mit so lederartig. Denen macht das nichts aus. Okay. So, die so, scheiß drauf, wir stehen dazu, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder wir stehen darin. Und diese ätzende Salzlauge ist egal. Und ebenso zum Thema Temperatur. Wassertemperaturen von 70 Grad für ein Zwergflamingo, kein Problem. Kann man drin stehen. Das sind nämlich Seen, die auch vulkanischen Ursprungs sind, wo es dann noch so heiße Quellen gibt. So, fuck it, ich stehe da. Ich bin ein sexy rosa Flamingo. Und ich mache hier mein Ding. Und in der Mitte des Sees, da brüten die irgendwo. So 8 Kilometer vom Rand entfernt auf jeden Fall. Damals ist der Forscher da selber irgendwie mit dem Boot und keine Ahnung wie hin. Und verätzt zurückgekommen. Was haben denn Flamingos für Nester, wenn du sagst, also sind die nicht an Land? Bauen sie auf dem Wasser Nester? Flamingos sind sehr wehrlose Tiere. Die haben diesen niedlichen Schnabel und keine Krallen. Und die versuchen dazu Nisten, wo kein anderer hinkommt. Und bei Zwergflamingos ist es besonders geil, weil durch diese Natron-Scheiße will keiner durch. Und die bauen sich Nester aus so Schlamm. So sind so, im Prinzip sehen es aus wie so ein mini-stumpfer Vulkan, wo sie so Schlamm zusammenschieben mit ihren Schnäbeln und das dann festtrampeln. Und dann haben sie oben noch so eine kleine Mulde und da legen sie dann ihr Ei rein. Die sind aber super irritierbar. Die haben nur ein Ei? Die haben ein Ei normalerweise und sind sehr schnell irritierbar. Also in der Camargue gibt es zum Beispiel, die brüten nicht jedes Jahr. Also unterschiedlich ist es, aber meistens nicht jedes Jahr. Und wenn die da mal brüten und dann fliegt da ein Luftballon drüber über diese Kolonie, das sind ja immer riesige Kolonien, die sind super soziale Tiere, dann erschrecken die sich und hören auf. Und dann kannst du... Oh, Scheiße. Kannst du dann... Da sind schon Generationen nicht geboren worden, sozusagen, übersprungen worden. Es gab auch einen Basstölpel, der hat es ja schon im Namen, dass er tölpelig ist. Der hat in so einer kamarkischen Kolonie 1 Jahr lang sein Unwesen getrieben. Da ist auch nichts übrig geblieben, so groß von Flamingos. Und es gibt in Deutschland Flamingos. In Deutschland? Ich weiß. Gibt es? Ja. Okay, wo? Außerhalb eines Zoos? Ja, es sind Fluchttiere. Das hast du in deinem Buch darüber geschrieben? Nein.
Nein? Ich weiß, wieso weißt du das? Na toll. Dann hätte ich das überhaupt nicht recherchieren müssen. Ich habe das mal recherchiert, ich weiß nicht mehr warum. Weißt du es noch, wie es heißt da? Nee, also ich weiß, also ich meine, ich weiß nicht genau, ob wir über das Gleiche sprechen. Also ich weiß, ja, es gibt nur einen. Dass, also ich weiß, dass die nördlichste Kolonie von Flamingos in den Niederlanden sitzt. Mhm. Und dass das einmal noch nördlich von Bremen an der Weser mal ein Sommer, glaube ich, eine Gruppe Flamingos war, aber das war nur ein Jahr. Wir sind danach nicht wiedergekommen. Ja, es gibt in der Nähe von Münster ein Gebiet, das heißt Zwillbrocker Fenn. Ich hoffe, ich sage das richtig. Klingt richtig. Ja, ne, ich kenne mich da total aus. Auf jeden Fall ist es das Tourismusbüro nutzt diese Flamingos. Es gibt die Flamingo-Route, einen Rundweg, den man mit dem Fahrrad befahren kann, um sich die schönsten Flamingos der Region anzuschauen. Etwa 40 Flamingos wohnen dort und die sind aber immer im Frühjahr da. Die ziehen dann nämlich tatsächlich, was du auch gemeint hast, Jules, nach Holland, nach Südholland im Winter. Dann ist es denen zu kalt. Aber wenn wir jetzt dahin fahren würden, dann würden wir dort Flamingos treffen. Und zwar, weil es man nennt es fachrichtig, wäre Gefangenschaftsflüchtlinge. 4 Arten von Flamingos mittlerweile gibt es da. Seit 82 gab es den Chile-Flamingo. Das ist irgend so ein Ausbüchs-Flamingo gewesen. Ja. Dann den Rosa-Flamingo, der in Europa heimisch ist, ab 86. Ab 92 kamen die Kuba-Flamingos dazu. Und 2006 ein vereinzelter Zwerg-Flamingo. Das sind die diese besonders heißen Natronseetemperaturen auch. Und die sind alle irgendwie ausgebrochen und haben sich rein zufällig da getroffen und haben dann gesagt, so, und jetzt machen wir in Münsterland eine Kneipe auf, oder wie? Wir machen da eine Brutkolonie auf, haben die sich gesagt. Aber die sind wahrscheinlich, genau, es ist höchstwahrscheinlich so, dass sie ausgebrochen sind, weil nur die rosa Flamingos sind die es überhaupt in Europa gibt. So, die waren nicht die ersten da. Okay. Nein. Und es gibt, Entschuldigung. Ja. Nein. Und die sind wahrscheinlich ausgebrochen aus irgendwelchen Zoos, ja. Und vermischen sich aber auch, ne? Also einige von den Rassen, die haben so Hybride entwickelt. Die haben dann erste Zuchterfolge sozusagen. Okay. Mhm. Ah ja, krass. Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob die Arten sich da auch kreuzen. Ja, einige, aber nicht alle. Ich glaube, so ein Zwergflamingo, der ist ziemlich anders als die anderen. Der hat also das kann ich nochmal mit meiner Attrappe darstellen. Flamingos. Warte, ich mach die mal groß. Flamingos haben in ihrem Schnabel, könntest du bitte den Schnabel aufmachen? In ihrem Schnabel haben die so Lamellen, so ein bisschen so wie Bartenwale. Und damit fischen die kopfüber, seien die so durchs Wasser und machen immer das Maul auf und zu und haben dann noch so eine Zunge, die irgendwelche spitzen Zacken auch noch hat. Und seien so ihr Futter raus. Und der rosa Flamingo ist ein Generalist, aber der Zwergflamingo, der ist abhängig von Cyanobakterien. Und der hat deswegen ganz feine Lamellen und fischt auch so, dass seine Nasenlöcher aus dem Wasser draußen sind. Der fischt eher so an der Oberfläche, wohingegen zum Beispiel dieser rosa Flamingo unter Wasser fischt und auch größere Sachen zu sich nimmt. Ist wieder ab. Und das fand ich ganz interessant. Die Zwergflamingos, die fischen bei einer Kolonie von etwa 1 Million Flamingos, wie die da zum Beispiel in diesen Natronseen sind, 60 Tonnen Cyanobakterien täglich zusammen. Also What? Alle zusammen. Krass. Yes. Boah. Und ja, Bakterien sind also Ausmaß von einem Mikrometer. Richtig. 60 Tonnen. Richtig. Gott. Ja, 60 Tonnen an einem Tag, alle Flamingos aus so einer Kolonie zusammen. Bam. Krasse Scheiße, ne? Also, und die nehmen aber relativ, also für so einen Flamingo-Körper nehmen die relativ wenig auf. Ne? Das ist pro Flamingo sind das 60 Gramm am Tag Cyanobakterien. Okay. Also ein Zwergflamingo ist so einen knappen Meter hoch. Okay, aber wie viel Tiere sind das dann? 1 Million. Achso, okay. 1 Million zusammen? Ist dann auch nicht. Ja, okay.
Ja. Und die haben eigene Kindergärten. Flamingos haben Kindergärten, die auf Französisch heißt es Crèche, also CRE mit so einem Strich und CHE, Crèche, La Crèche. Und da schicken die Jungen dann hin. Das ist bei diesen Zwergflamingos, fand ich mega interessant, weil die ja in diesem super extrem salzhaltigen Wasser unterwegs sind. Und wenn die Flamingo-Babys dann alt genug sind, so nach einer Woche oder was, ich weiß nicht mehr genau, eine Woche, 2 Wochen, dann gehen sie aus dem Nest raus und waddeln da rum. Das finden alle anderen Flamingos so mittelcool. Die brüten alle relativ zeitgleich. Und die ersten Babys, die werden dann auch so zurechtgewiesen, dass die da nicht rumhängen sollen, bevor genug zusammenkommen, um in die Krippe zu gehen und von wenigen Alttieren dann umsorgt zu werden. Also dann kommen die Eltern nur noch ab und zu dazu und die werden so zusammengepackt. Das können so Flamingos haben keinen Bock auf ihren Kinder. Naja, die geben denen schon noch was zu fressen. Also die Baby-Flamingos haben am Anfang auch einen geraden Schnabel und erst nach ein paar Wochen wird der so gebogen. Und was ich auch sehr interessant finde, ist bei diesen Zwergflamingos in diesem extrem krassen salzhaltigen Habitat, wenn die zu früh geboren werden und dann alleine durch die Gegend stapfen und es gibt noch keine anderen oder nur wenig andere, dann laufen die ja in diesem Salzwasser rum und im seichten Salzwasser wohlgemerkt und dann bilden sich Salzklumpen. Und dann gibt es Jahrgänge, wo viele Flamingo-Babys daran sterben, dass sie nicht mehr weiterlaufen können, weil das Salz natürlich sich um das Bein herum bildet, na, die Salzkristalle. Ja. Und es gab schon Jahre, in denen dann Wissenschaftler die Babys eingesammelt haben und denen das Salz von den Beinen gekloppt haben, damit die das überleben. Und auch einmal an einem dieser Seen, da gibt es so eine Salzmine und dann haben die von der Salzmine das Wasser verdünnt, damit das nicht so viel Salz da drin ist, was dann verdampft, das Wasser verdampft und das Salz bleibt am Flamingobein zurück. Ja. Die müssen auch besonders viel Federn putzen, weil das alles Salz verkrustet sonst. Ja, krass. Part So. life. So viel zum Thema Flamingo. Die hängen auch in Reisfeldern übrigens rum, was nicht so gern gesehen wird. Weil sie denn, aber sie fressen nicht den Reis, sondern kleine Tiere, oder? Ja, die fressen genau. Die meisten Flamingos, kleinere Tiere. So besondere Krebstiere, ich habe die mir Vielborster, besonders schöne Vielborsters werden gerne genommen. Je nachdem, wo sie wohnen, haben die auch so eigene Spezialitäten. Die rosa Flamingos sind Generalisten, wie gesagt, die fressen auch Fische, Krebse, Muscheln. Aber in Afrika gibt es auch viele Mückenlarven oder so Larven als mega geiles Futter und dann natürlich die Zwergflamingos mit ihren Cyanobakterien. Also Spirulina, das, was man im Reformhaus kaufen kann, fressen Zwergflamingos auch. Okay. Ich habe gerade mal einen Zwergflamingo gesucht und gefunden. Ich mach den mal an. Ja. Und ja, und das Geile ist, ich hatte dir ja noch Videos gegeben, ne? Weil die haben Ja. ja so ein Balzritual. Das musst du bitte noch einmal abspielen, so zum Das von Abschluss National der Flamingos. Geographic. Ja, kannst du machen, welchen du willst. Die sind beide sehr schön. Ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich die beide schön fand. Okay. Die sind total gleichberechtigt. Also beide bauen, Beide beide passen nicht brüten. aufs Kind auf, Der hier, wo Genau. du. Wird Ja, abgeschoben in die Kita. genau, das Kind geht in die Kita und dann ist auch dann. Aber die füttern auch beide. Die haben so eine Kropfmilch. Das heißt, die produzieren auch so wie Pinguine und so im Hals, oberhalb des Magens und so eine Flüssigkeit, mit der sie die Tiere ihren Nachwuchs füttern. Da ist auch Blut mit dabei. Ist besonders cool. Lecker. Ja. Ja, und das genau. Das Video da ist mit Musik. Das macht es Okay. dann noch ein bisschen Das sexier. soll ich mal So. anmachen? Ja, mach mal.
Kann man die Männchen und die Weibchen optisch so auf die Schnelle unterscheiden? Ja, nee, die sind sehr ähnlich. Die Männchen sind ein bisschen größer, aber man kann die nicht doll unterscheiden. Nee. Ja, es können auch Weibchen darunter sein, wenn man so Größenunterschiede feststellt. Ja. Ja. Es gibt auch, also Albatrosse haben auch einen richtig, richtig geilen Balztanz. Das ist auch, das habe ich auch einmal live gesehen und das ist echt, bricht man ab. Ziemlich ja. Schwierig. Aber Albatrosse kann ich auch nochmal recherchieren. Ja, Albatrosse sind auch cool. Oh, und die Flamingos sind das quasi das Patentier des Phönix, beziehungsweise viele Phönixe werden als Flamingos oder wurden als Flamingos dargestellt. Na, Phönix aus der Asche, ihr kennt das, dieses mystische Tier. Und das ist natürlich auch echt ganz witzig, weil die Zwergflamingos, die brüten ja im Prinzip auf Asche, da in Afrika, in einigen der Seen. Das sind ja so besonders salzhaltige Seen, weil das alte Vulkankrater sind. Und die kratzen dann die Vulkanasche zusammen und sind dann wirklich wie Phönix aus der Asche. Vielleicht deswegen. Vielleicht deswegen, ja. Maybe. Ich bin jetzt schon ein bisschen, weil ich habe gerade so ein bisschen auf die Uhr geschielt. Ich bin total neugierig, weil Jules hat gesagt, sie hat ein Experiment und immer jeweils derjenige, der das Experiment hat, verrät nichts. Und du hast gesagt, wir brauchen euch vielleicht noch ein bisschen mit vorbereiten und so. Wollen wir da zu übergehen? Also ich will jetzt auch nicht drängeln, aber ich bin neugierig. Ja, nee, ja, genau. Kleine Pause, genau. Und ich muss das Zeug holen. Ja. Und Oh, die arme Belana, die kommt gerade rein und... Hallo Belana. Hi. Du hast die Flamingos verpasst. Aber jetzt gibt's gleich was richtig Augenschmausiges von Jules als. Naja, hoffentlich. Ja, wir werden sehen. Sonst müssen wir wieder so einen Versuch, den wir so lange machen, bis er geil aussieht, Ding machen. Ansonsten schmeiße mal gerade wenigstens das Flamingo-Video in den Chat. Ja. Das ist sehr schön. Dann habt ihr was zum Angucken. Genau. Das finde ich gut. Ja, wir machen ein kleines Päuschen. Und zwar, sag mal was, meine Uhr sagt 21.40 Uhr. Wie lange brauchst du für die Vorbereitung? Weiß nicht, 5 Minuten? Ja, dann machen wir 10 Minuten, dann ist es safe. Okay. Also 50. 50. 21.50 Uhr ja. Machen wir weiter. Das sind jetzt nur noch 9. Ja, Jules, los! Genau, also, kurze Pause und danach geht's weiter mit dem Experiment von Julia. Und bis gleich. Ja, bis gleich.